Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Link hat sich ausgeruht und ist bereit für den Abschlusstest. Ist auch ganz sicher nur ein Abschlusstest. Denn im letzten Part haben wir ein paar Schreine erledigt, ein paar Crocs gesammelt. Und die Pferde wurden übertragen. Wir haben Wild, wir haben Epona, wir haben King aus meinem anderen Spielstand, wir haben Eloy, interessiert aber niemanden. Wir haben so viele Pferde jetzt, also alle aus meinem Spielstand. Recke, Ermin. Extremst nice. So, Pura, ich bin bereit für den Abschlusstest. Abschlusstest. Dann, naja, kann schon schief gehen. Let's go. Das ist halt typisch Pura. Ja, das ist typisch Pura. Okay, das heißt, so geht's. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Boah, das Schloss sieht heftig aus. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Verdammt, sind wir hoch. Oh, stimmt, und wir haben das Parasegel bekommen. Was zur Hölle? Ihr habt doch das Blumensymbol auch dort gesehen, oder? Ist das eine Insel? Nein, also über uns sehe ich keine Insel. Oh, verdammt! So. Wir können uns wieder hochboosten. Okay. Dann lass mich mal wegen der Blumeninsel nachschauen. Oder ist es dann einfach nur das Symbol für den Turm? Nee, nicht einmal. Die Insel scheint ziemlich weit oben zu sein. Kein Wunder, dass wir die nicht sehen. So. Pura, bin wieder heil zurückgekehrt. Zum Glück. Hier. Willkommen zurück auf dem festen Boden. Das war ein hübscher Fluglink. Und konntest du die Karteneinstellungen erfolgreich durchführen? Ja, das freut mich. Denn für unsere weiteren Nachforschungen wird die Karte unerlässlich sein. Kartografietürme findest du übrigens überall auf der Welt. Also nutze sie, wann immer du kannst. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wurden von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Zum einen wäre der Dahebra im Nordwesten von hier. Dann gäbe es Eldin im Nordosten. Weiter hin Gerudo im Südwesten.
und zu guter Letzt noch Ranel im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Zelda bringen. Übrigens, Direktorin Pura, es geht ein Gerücht um im Dorf der Orni, das im Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinen wissenschaftlichen geschulten Geist, mich von bloßen Gerede beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie diese den entscheidenden Hinweis liefern. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe gebeten, bei der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Ornidorf. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei der Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwie helfen. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herbeistürzenden Ruinen und entstandenen Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sie auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Lul, ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden, beziehungsweise in Rauruks Hand. Auf zu Onkel Robello. Tut mir leid, ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robello diskutieren. Es geht um unsere Erforschung der Abgründe. Wir unterhalten uns später. Der hatte doch noch eine Quest. Und ist das ein Orni? Was bist du denn? Pain. Na sowas, die Silhouette kommt mir bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch die Lüfte geflogen? Wie schön, dich persönlich zu treffen. Der geschichtsträchtige erste Abschluss von einem Kartografieturm, wie? Sag, wie lautet dein Name? Du kennst mich nicht? Haha, Link, ja? Link, sag mal, das ist doch derselbe Name wie der von diesem berühmten Helden. Ha, dann bemühe dich, ihm gerecht zu werden. Ach, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich hätte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Payen vom Kleeblatt-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografieturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns herrscht Personalmangel in der Zeit. Vergeht immer wie im Flug. Ich fände es großartig, wenn ein mutiger junger Mann wie du unser Reporterteam verstecken würdest. Du findest unsere Redaktion im Hebra. In Hebra, im Nordwesten. Komm einfach zu der Brücke, die ins Ornidorf führt. Schau doch mal vorbei, wenn du Interesse hast. Und jetzt weiter. Abflug! Irgendwie ist er arrogant. Er wirkt auf mich ziemlich arrogant. Und unsympathisch vor allem. Also wieder so eine Art Titanen. Ja, also... ein wenig lame. Aber... man hätte es wenigstens auf 5 machen können. Dann wäre es nicht mehr so Breath of the Wild ähnlich gewesen. Aber okay. Macht wie ihr wollt, Nintendo. Epona? Wir wollen jetzt aber erstmal auf die nächste fliegende Insel. Wir müssen einfach nur schauen, wie. Weil beim nächsten herabfallenden Teil wird es halt echt nicht schlecht, mal dort hochzugehen. Aber stimmt, ein Schrein müssen wir noch erledigen. Und wir können wir Wild? Nein, können wir nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. Okay, hier haben wir keine Teile, die vom Himmel gefallen sind.
Also allgemein würde ich zuerst am liebsten nach Akalla gehen. Ja. Also am liebsten würde ich schon direkt nach Akalla. Oder? Nee, machen wir nach Kakariko. Also Story machen wir jetzt eher weniger, würde ich mal vorschlagen. Also die Story bremsen wir jetzt aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, genug zu erkunden. Wir werden in der Hyrule-Ebene viel erkunden und auf dem Weg nach Kakariko. Außerdem, es ist euch nicht verboten, mir Tipps reinzuschreiben, wenn ich Crocs übersehen habe. Oder irgendwelche anderen wichtigen Sachen. Und da ich sowieso hoffe, mit diesem Projekt meine Community ein wenig vergrößern zu können. Ja. Wird's nice. So, hier ist ziemlich viel Hass. Oder besser gesagt, Miasma. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich das nennen soll. Weil ich finde Miasma ein wenig nicht zutreffend. Weil es hieß halt schon immer Hass. Aber Hass ist es ja halt auch nicht mehr. Kampftechnik. Ne? Kampftechnik also. Ne, ne? Oder kämpfen wir einfach gegen den? Dieser Schrein läuterte eine Übung aus vergessenen Tagen. Du deren. Weicher Angriffen. Ach so, okay. Ausweichkonter. Und das Ganze. Ich muss das Timing bei den Viechern noch lernen. Okay, als ob das gegeltet hat. Weiche Angriff mit einem Sprung nach hinten aus und ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, defusionieren wir das. Synthese rückgängig. Fusionieren es neu mit Bernstein. Weil dann haben wir eine bessere Waffe. Kann ich dich eigentlich auch zurückspulen? Nee. Och Mensch. Och Mann, ey! Hey, das regt so auf. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. So. Warum brauche ich immer zweimal? Ey, das nervt voll. Aber wir haben ihn gekillt. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Ui. Wie krass. Also ich frage mich, wie das ablaufen wird, wenn du richtig viele Material, also wenn du richtig viele Materialien hast. Kann man dann irgendwie schneller durchblättern? Ein Sonaniumschwert. Du kannst gehen. Kann ich das auch von hier hinten aktivieren? Nee, nur von vorne. Okay. Segenslicht erhalten. Und wir können uns ein neues Herz holen. Also ich würde schon auf Herzen gehen. Also jetzt ein Herz, das nächste Mal dann Ausdauer.
So, dann kehren wir gleich mal hierhin zurück. Und schauen uns hier noch in der näheren Umgebung um. Vor allem dort ums Schloss will ich mich umschauen und dort, wo die Säulen waren. Ja, stimmt, was mit den Säulen passiert. Allgemein, die ganze Schika-Technologie ist futsch. Hat man die abgebaut? Von hier oben hat man, finde ich, eine bessere Aussicht über alles. Was dieses Blumenzeichen soll, weiß ich aber immer noch nicht. Na, Schrein. Ja, stimmt, im Prinzip könnten wir eigentlich von hier. Ich glaube, ich mache das mal auf Cam. Ich booste mich immer wieder hoch und kann dann immer wieder so eine Schreine markieren. Okay. Dich habe ich schon markiert. Du bist neu. Du bist neu. Ich sag, du bist neu. Dich habe ich schon. Du bist neu. Und das und dorthin wollen wir als nächstes hin. Oh, Krog. Dorthin. Komm, jetzt reicht's mal. Jetzt geht's hoch, oder? Nee, es geht rein. Hallo! Ist doch gut jetzt, danke. Ist dort drüben direkt der Nächste? Sieht so aus. Nee. Okay, schade. Wer braucht das Gleiten immer noch Ausdauer? Ja. Aber ich habe das Gefühl weniger. Seht ihr? Sowas meine ich. Hier kann man safe irgend so eine Kutsche bauen, oder? Muss halt schauen. Hier was, was wir mit Zeitumkehr beeinflussen können. Weil ich würde halt schon gern. Ja, da drüben. Ist gerade was frisch runtergefallen. Dann würde ich es mir gerne mal anschauen. Wenn wir schon die Gelegenheit dafür bekommen. Dazu bekommen. Oh ja, stimmt. Und ihr seht das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Was würde passieren, würden wir... Ach du Heiliger, was mit den Krogwäldern passiert? Denen geht es ja überhaupt nicht gut. So, das will ich jetzt aber wissen. Was passiert, wenn wir in die Nähe vom Schloss geraten? Zerfrisst uns das Miasma? Können wir überhaupt landen? Also ich habe Ausdauersachen gekocht. Guys?
Weg. Weg. Holy. Man kann das Schloss schon betreten, aber ich will das nicht. Also für mich hat es jetzt so gewirkt, als würde der Stein nur dazu dienen, dass man das Schloss schon betreten darf, also kann. Aber dort gibt es halt safe noch nichts zu holen. Krog. Okay, das ist sehr interessant. Mir fällt gerade eine Situation ein, die in der Schule passiert ist. Unser Mathe-Lehrer, ich glaube, es war der Mathe-Lehrer. Oder es war unser Natur- und Technik-Lehrer. Also, ich weiß nicht, welches Fach wir hatten. Ich weiß nur, dass hat ein Schüler plötzlich einfach nur gesagt, Herr Lehrer, das ist ja mega interessant. Das war halt mega lustig, aber ich glaube, ich war halt an diesem Tag krank oder so. Ich kenne das halt nur von Geschichten her. Okay, aber ich werde mal offcam ausprobieren, was passiert, wenn wir in den Thronsaal gehen. Oder was passiert, wenn wir auf Schloss Hyrule landen? Meine Theorie ist, wir werden von Miasma zerfressen. Ich benutze den Deckensprung viel zu selten. Kann ich den hier anwenden? Nee. Ich kann mich mal umschauen. So. Nach Höhlen. Okay, dort ist auch noch etwas runtergefallen, dort drüben. Also nicht jetzt, aber man sieht, das gehört eigentlich nicht zu Hyrule. Dort über Ranel, meinhin das Thebra, ist ein riesiger Sturm. Moment, gibt es mehrere Stürme? Das würde mich interessieren. Bei Hebra scheint ja richtig die Kacke am Dampfen zu sein. Nee, das ist schon wieder so ein Ivarok. Nein, sei still! Oh Gott. Er lebt. Kann ich auch die Plattform einfach abfackeln? Nein, kann ich nicht. Also, ich kann das halt wirklich nicht abbrennen. Stirb. Stirb. Fall um. Der fällt nicht um. Wie soll ich dann auf dich draufkommen? Oh, von hinten. Oder? Lol. Ey, das frisst ja Fettpfeile. Renn, Link, renn! Nein, ich kann dort wirklich nichts abfackeln. Also, wir fliehen jetzt. Wie bekämpft man den denn? Hast du hier wieder den Krog? Ah ja, schön. Gefängnisruinen. Das waren jetzt schon nicht wenige Pfeile. Der Typ ist aber stark. Was ist das da? Ist das ein Krog?
Tatsächlich. Lol. Okay, Ivarok, kannst du uns bitte in Ruhe lassen? Also ich mache hier mal einen Propeller dran. Damit wir schneller durch den See gelangen. Fluss meine ich. Das Segel gibt uns Antrieb. Die Strömung gibt uns Antrieb. Und das Teil. Moment, ich habe eine bessere Idee. Das Teil... Oh, Moment, da ist ein Krog. Ich will zu meinem Freund. Ja, das weiß ich. Markieren wir uns aber. Wenn ich jetzt das so habe und dann den hier mache. Nein, warte. Das geht doch safe. Ich bin überzeugt, dass das geht. In der Luft auseinandergeschnitzelt. Also Nintendo, wenn das jetzt nicht geht. Doch, es geht. Nice, ey. Also ich muss mich halt oft auch fett um die Pfeile kümmern. Okay, das ist richtig cool. Das ist ja mal richtig cool. Man erzeugt sich halt so dann selbst den Wind. Ist halt wirklich schon extrem krass, was du mit dieser Fähigkeit alles machen kannst. Wir haben zwar einen kleinen Drall, weil es nicht ganz mittig ist. Jetzt sollte es aber mittig sein. So, ich will aber jetzt auf die andere Seite kommen. Man sieht, dass ich meinen Spaß mit dieser Fähigkeit habe. Kommt es mir nur so vor, oder sind wir halt wirklich schneller? Octorok voraus! So, wir müssen jetzt drehen. Dann irgendwie da runterkommen. Habe ich irgendeine Schrottwaffe? Ja, die. So, war mir eine Ehre. Hier können wir durch. Okay. Ja, das mit dem Fluss ist halt echt nice. Ich weiß, Kakariko liegt eigentlich in der anderen Richtung. Aber ich möchte mal schauen, was hier so ist.
da wir gerade sowieso in der Nähe waren. Was zur Hölle ist das? Ein Krog? Nee. Keine Ahnung. Was gibt's? Entdeckt. Höhle der nördlichen Halbelebene. So, und jetzt mit der Waffe ordentlich draufhauen. Was? Lass mich raus! Bro! Also gegen zwei, das ist ja richtig unfair. Warum können die nicht abfackeln? Oh, weil es tropft. Nee. Dumm gelaufen. Mann, ich habe gleich echt keine Schilder mehr. Alpha-Metallblock. Hammerschmetter ist zerbrochen. Alpha-Metallblock, Hammerschmetter ist zerbrochen. Der komplizierteste Name, den es gibt. So, was ist in der Truhe drin? Bernstein. Schade. Hab mir etwas Niceres erhofft. Bernstein. Nein, ein Soldatenschild. Nice. Ausdauer. Okay, hier ist alles rutschig. Wie kommen wir dann da hoch? Dumme Frage. Wir rutschen ja nicht jeden Moment ab. Darum haben wir auch so viel Ausdaueressen. Ha! Wir kommen trotzdem hoch, Nintendo. Nichts gegen euch. Oh. Was sind das für Viecher? Bro. Du bist immer noch genauso gruselig. Du verdienst dir deinen Namen, Horrorblin. Horrorblin-Kralle. Jetzt könnten wir eigentlich auch mal das Leuchten... Ach, wobei. Leuchthüllenfisch. Okay. Fast hier aber. Safe wegen dem Mayonnaise-Teil. Ich schieße euch mal ab. Kann ich zuerst meinen Pfeil wieder haben, bitte? Nee. Klammerechse. Eine Echse, die dank Saugknöpfen an den Füßen jeder Wand erklettern kann. Aus ihr lässt sich mir eine Medizin gewinnen, mit der man selbst auf nassen Oberflächen Halt findet. Nice, endlich. Oh mein Gott, das erspart so viel Kletter-Scheiße. Bei Regen. Oder hier in der Höhle. So. Link, ich schwöre dir, ertrinke. Und du wirst hier nicht mehr lebend rauskommen. Wo ist jetzt der komische Frosch dort? Der Mayonnaise-Frosch. Da.
Okay, das Teil ist verreckt. Mayo Signum. Mayo Signum. Irgendwie so. Okay, wir kommen da nicht hoch. Ich glaube, wir brauchen für diese Höhle irgendein Item, was wir aber nicht haben. Darum springe ich einfach mal durch. Und hier haben wir jetzt so ein komisches Teil. Was ist das? Und wieder ein Heißluftballon. Und wer bist du? Impa! Hä, als ob? Sieh an, dass wir uns nach so langer Zeit ausgerechnet hier treffen, Link. Impa, Älteste der Shika. Oh Mann, das ist ja richtig lustig. Wie ich hörte, galtest du als vermisst. Daher bin ich erleichtert, dich zu sehen. Da sollte es ja auch Prinzessin Zelda gut gehen. Wo ist sie denn? Was? Sie wurde also noch immer vermisst. Dann müssen wir unsere Suche dringend fortsetzen. Eine Sache, Link, als Prinzessin Zelda verschwunden ist. Dann kam ich ins Grübeln über diese riesige Bodenmalerei, die mit dem Kataklysmus erschienen sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass diese in ganz Hyrule erschienen sein sollen. Deshalb ziehe ich nun mit Kado umher, um mir diese Malereien, die sogenannten Geoglyphen, näher anzusehen. Die Glyphen hier habe ich von einem Aussichtspunkt weiter weg entdeckt. So nah am Boden kann ich sie zwar erkennen, aber nicht ausmachen, was sie insgesamt darstellen sollen. Das ist doch Rauru, oder? Ich müsste sie vom Himmel aus sehen. Pura hat mir einen Heißluftballon gegeben, aber eine Windböe hat den Ballonkorb gerissen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie man ihn wieder anbringen könnte, aber... Mir ist nichts eingefallen. Impa und die Geoglyphe. Keine Sorge, Impa. Ich repariere ihn dir. Impa wurde als Charakter hinzugefügt. Okay. So. Impa? Ich habe ihn repariert. Oh, der Heißluftballon, du hast ihn für mich repariert. Ich danke dir, Link. Möchtest du ebenfalls die Geoglyphen sehen? Komm doch mit. Ja, gerne. Dann sollten wir sogleich aufbrechen. Verzeihung, Link, aber könntest du den Ballon nach oben steigen lassen? Der Ballon sollte aufsteigen, wenn du dort ein Feuer entzündest. Und dann sehen wir uns die Sachen mal von oben an. Okay, dann machen wir das noch in diesem Port. Okay, das heißt, ohne Batterie geht's auch. Dann frage ich mal, ob ich mir den Ballon ausleihen kann. Liebe Güte, das ist hoch. Mir wird leicht schwindelig. Doch von hier aus kann ich die Geoglyphe in ihren ganzen Seen. Ich stehe in deiner Schuld, Link. In den alten Schriften des Dorfes gibt es Passagen, die sich mit den Geoglyphen befassen. Dort steht auch geschrieben, dass die Geoglyphen zeigen, was die Leute aus alter Zeit bei einer Drachenträne sahen. Was wohl mit den Leuten aus alter Zeit und den Drachentränen gemeint ist? Ich verstehe das alles noch nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo auf der Geoglyphe, was zumindest Halt für eine Möglichkeit macht. Vielleicht erhältst du ja sogar einen Hinweis darauf, was mit Prinzessin Zelda geschah, wenn du die Träne findest. Wenn eine Stelle auf der Geoglyphe dein Interesse geweckt hat, könntest du wohl mit dem Parasegel von hier abspringen. Mach dir um mich keine Gedanken. Mit einem Ballon das schaffe sogar ich. Okay, Leute, das machen wir im nächsten Part. Kann ich das Feuer wieder löschen? Ja. Was geht hier vor? Ich falle!
So Leute, den Rest machen wir im nächsten Part. Also lasst gerne ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüssi!